Die Lokführergewerkschaft GDL hat am zweiten Tag ihres Streiks erneut den Berufs- und Urlaubsverkehr getroffen. In ihrem Notfahrplan hatte die Deutsche Bahn bereits 3/4 der IC- und ICE-Züge gestrichen, um die übrigen Verbindungen stabil fahren zu können. Dies soll bis Streikende am Freitagmorgen so fortgesetzt werden. Heute früh standen wir schon eine Stunde und haben gewartet auf die S-Bahn und sind alle ausgefallen, 4 Stück hintereinander. Also wir sind seit 4 Uhr wach. Es ist einfach zu kurzfristig. Ja? Also hätte man das eine Woche vorher gesagt, wäre es okay, aber das ist zu kurzfristig. Also in diesen Zeiten jetzt hier der Pandemie, also ich halte das für extrem gefährlich. Und ich wundere mich auch, dass die Politik sich das gefallen lässt. Ich meine, sie kann nicht eingreifen, weil Streik ist ein Recht, Grundrecht. Aber dennoch, denke ich, völlig überzogen. Bahnsprecher Achim Strauß. Viele Mitarbeiter waren hier in Berlin, auch in anderen Bahnhöfen im Einsatz, um die Fahrgäste zu betreuen. In den Bahnhöfen, auch in den Zügen, haben unsere Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter dafür gesorgt, dass sich die Fahrgäste in den Zügen, die zum Teil auch recht voll wurden, gut verteilen, was ja angesichts der Pandemie auch im Moment sehr wichtig ist. Das hat hier die Sache noch etwas erschwert. Am Wochenende will die Gewerkschaft nicht streiken, wie GDL-Chef Klaus Wieselski sagte. Über weitere Arbeitskämpfe soll in der nächsten Woche beraten werden. Die Bahn ließ offen, ob sie der GDL ein neues Angebot macht.